Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Weiter geht's hier bei Factorio. Es gab hier eine kleine Neuerung. Und zwar wurde jetzt Öl. Was ist denn hier los? Werkzeuggürtel. Oh, jetzt haben sie was erforscht. Ein Werkzeuggürtel. Uiuiuiui. Was kann man hier machen? Laboreffizienz. Die grünen hier. Automatisierung. Die habe ich schon, denke ich, wa? Automatisierung 2. Hier wurden nämlich Öl eingeführt, Erdöl. Und ich weiß jetzt gar nicht, da kam am Anfang so eine Meldung, dass da auf der Map was replaced wurde. Klar, Öl. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt diesen Spielstand benutzen kann oder ob ich nicht eigentlich die neue Version jetzt hier irgendwie benutzen muss. Keine Ahnung. Was haben wir hier? Energieschildaufrüstung. Aha, okay. Batterien. Fortgeschrittene Elektrotechnik. Also ich würde mal sagen, wir müssen jetzt eigentlich Logistik, Sprengstoff. Wie kann ich denn hier Öl? Entschuldigt bitte, ich esse hier gerade einfach was. Ist ja auch doof. Lasergeschütze, Knickarmroboter. Öl, hier, Ölherstellung. Okay. Flüssigkeitshandling, was macht der denn? Ist nicht verfügbar. Naja, erstmal. Der ist verfügbar. Der ist auch verfügbar. Aber den hatten wir doch schon, oder? Haben wir noch nicht? Die sind alle verfügbar. Okay. So, jetzt forscht er das, ja. Hier muss Kohle rein. Oder? Genau. So, und hier auch. Oder der hier? So. Der nochmal voll. Oh, jetzt wird wieder Energie gemacht mit unserem schönen Kohlekraftwerk hier. Wir können, glaube ich, auch immer noch keine Lampen craften. Oder können wir denn schon Lampen craften? Ein Dampf, achso. Ihr Kinder, was ist ein Reparaturpack, frage ich mich immer. So, jetzt müssen wir wieder diese Flaschen herstellen. Dazu brauchen wir, ach, da haben wir ja genug von. Dann lass uns doch noch ein paar Flaschen craften. Kann ich die auch schon craften? Ja. Guck mal. Na los, dann craftet mal. Oh, jetzt muss ich ja erstmal die ganzen Einzelteile craften, okay. Das kann natürlich eine Weile dauern. Oh, jetzt ist es schneller geworden, warum auch immer. Achso, die Flasche dauert ein bisschen länger und dann zack, zack. Jetzt zack, 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 okay. Gut, dann crafte mal die Flaschen. Ich meine, wir haben ja noch zwei. Na. Wir haben ja noch hier zwei. Na, kann ich die jetzt nicht hier reintun? Wie war denn das? Nein. Forschungs... Ach, jetzt habe ich es wieder vergessen. Oder? Ach, hier. So, okay, dann forsch mal los hier. Oder brauchst du noch mehr dafür? Modul. Ba, ba, ba. Baum, 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 baum. Na los, komm schon. Los, komm schon. Nicht abreißen. Jetzt. Ach, da haben wir schon so viele drin. Hm. Rote brauchen wir auch noch. Jetzt macht er rote. So, dann forsch mal hier. Warum forschst du nicht? Arg. Arg. Aber sind wir doch mal ehrlich. Ich meine, ihr habt es ja gesehen. Ich habe ja eben eine Forschung eingestellt hier.
Mann. Nee, so kann ich doch kein Let's Play machen, Mann. Ach, drücke T, um die Forschung zu beginnen, steht gerade da oben. Ah. Ist das neu eingeführt hier? Oder ist das eine Hilfe? Hier. Verteidigungstechnik, alle möglich, die leichte Rüstung, okay. Guck mal, hier steht ja immer, was ermöglicht. Ermöglicht intelligenten Knickarmroboter. Ditte, was ditte? Ermöglicht Lampe. Ja, ich will eine Lampe haben. Lampen. Ich will Lampen haben. Überall Lampen hinbauen. So, das kann ja eine Weile dauern, wa? Bis die Lampen hier erforscht haben. Wird es mehrmals dunkel zwischendurch. Oh, was war das? Oh, jetzt hat er geschossen. Mann, der hat aber auch einen Geschoss. Guck dir das mal an. Was ist denn das für eine Knarre? Habt ihr das gesehen? Was war das denn? So. Komm schon. Ah, okay, rechte Taste, so. Jetzt wird ja hier schon fleißig geforscht, aber wahrscheinlich dauert das 3 Millionen Jahre. Ja. Jetzt forscht er schon mal ein bisschen, aber so schnell geht es nicht, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Wenn der Balken voll ist, haben wir schon die Lampe erforscht. Das wäre natürlich geil. Könnten wir gleich ein paar Lämpchen bauen. Oh, nein, 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 nicht ganz, nicht ganz, okay. So, guck mal hier, können wir eine Fläche einfügen. Kann er uns noch ein bisschen unterstützen bei der Forschung. So. So, 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 so. Jetzt müssen wir eigentlich hier mal ein bisschen was aufnehmen, damit wir wieder was Schönes bauen können. Nehmen wir die mal alle raus. Was soll der Götz? Oh, Optik fertig erforscht. Dann können wir jetzt Lämpelein bauen. Lämpelein. Komm. Bau mir ein paar Lampen. Lampen, Lampen, Lampen. Wo sind sie? Logistik? Dingsbumse? Mach mir mal noch davon welche. Wo sind denn die Lampen jetzt? Mauer, normale Munition. Ach ja. Lampe. So, 6 Lampen habe ich jetzt in Auftrag gegeben. Bin ich ja mal gespannt, ob die dann alle noch großartig verbunden werden müssen mit Kabeln. So, Mann, heute hier meine Geräusche. Ich nehme das hier halb während meines Abendmahls auf. Nee, nee, ich esse nicht wirklich. Ich habe ein bisschen ein paar Nüsse geknabbert. Trink dabei noch was. Und so, was ist denn hier drin? Haha, gib sie mir. Give me please. Und weißt du, was noch fehlt? Kupferdinger. Hier. Ich brauche mal die Kupferdinger. Die Lampen, jetzt kommen die Lampen. Haha. Jetzt kommen die Lampen. Sag mal, hier musst du auch bestimmt mal wieder ein bisschen Kohle drin, wa? Tapfer, tapfer, halt da durch. Verbraucht nicht viel Kohle. Fragt man sich, muss man denn überhaupt unbedingt noch andere Öfen bauen oder andere Roboter? So. So, jetzt haben wir unsere Lampen. Juhu, jetzt können wir die Lampen aufstellen. Ja, hier hin. Stell die Lampe dahin. Cool, richtig Flutlichtscheinwerfer. Ist ja cool. Ist ja richtig cool. Hier noch und hier noch und hier noch und hier noch. Ist ja geil, guck mal an, was die für ein Schweinelicht machen. Was ist denn das hier hinten? Habe ich ganz vergessen, was wurde da.
Ach, das ist die Steinproduktion. Ah, okay. Die Steinproduktion. Dann lass uns doch ein paar Steine. Oh, Steine ohne Ende. Die werden doch alle gebrannt da in dem Ofen. Sehr geil. So. Steine ohne Ende, Propende. So, was können wir denn noch alles bauen? Wollen wir noch was? Also mit den Lampen finde ich ja schon mal total cool. Aber wir müssen jetzt schon wieder eine neue Forschung hier starten. So, was ermöglicht der? Ermöglicht Maschinengewehr, Schrotflinte und Schrotpatrone. Klasse. Ermöglicht Stahlträger, Stahlkiste, Stahlschutzhacke, Spitzhacke. Oh, Stahlspitzhacke, ohne schlecht. Geschütze ermöglicht, Geschützturm. Das Ding werden wir nehmen. Da. Forscher schon? Ja. Jetzt brauchen wir im Prinzip nur die Flaschen hier. 10 Flaschen, sagt er. Hat schon angefangen hier zu forschen. 10 Flaschen braucht er. 2 waren hier noch drin, okay. Muss ich wohl noch ein paar craften. Komm, crafte mir Flaschen. Flaschen. 1, 2, 3, 4. So. Er craftet mir fleißig Flaschen. Und hier wird weiter schön abgebaut. Okay. Brauchen auch so langsam, glaube ich, mal ein Fließband. Vielleicht, dass ich hier nicht immer hinlatschen muss, oder? Jetzt vielleicht ein Fließband. Was brauchen wir denn dafür? Eine Eisenplatte und ein Zahnrad. Oh, die Schütze fertig. Ja, cool. Na dann, bauen wir doch gleich mal einen Schützturm, oder? Schafft er das? Warte, hier, so, nein, dann nicht. Hier, die Schützturm. 1, 2, 3. Aus was besteht denn der? Ach da, 5 Kupferplatten, 10 Eisenplatten, 5 Zahnräder, okay. Na, machen wir mal ein paar. Da. So, jetzt macht er uns da unsere schönen Geschütztürme. Achso, ja, ich brauche ja auch noch Fließbänder, wollte ich mir mal ein paar machen. Ein Arsch voll, wie man ja so sagt in Berlin. So, okay, hier könnten wir eigentlich ein bisschen Platz schaffen, sehe ich gerade. Ja, es muss ja da nicht rumstehen. Hier können wir eine schöne Verbindung machen und das ganze Zeug dann rüberbringen. So. Sehr schön. Ja, nehmen wir mal weg. Ich weiß gar nicht, wozu das Holz nochmal war. Habe ich schon wieder vergessen. So. Ja. Und den nehmen wir auch noch mit. Und den nehmen wir auch noch mit. Ja, 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 ja. Okay. So, sehr schön. Der steht noch im Weg. Weg damit. Ja, okay. Weg hier. Auch mit diesem Stein. Ja. Sehr schön. Jetzt können wir nämlich unser geniales Fließband hier hinbauen. Mal drehen. So. Würde ich mal sagen, so, so. Dann zack. Hier, zack. 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 Und halt so wieder drehen. Genau. Zack, nein, das war falsch. Hier so, zack, zack, zack. Oh, ein bisschen nah dran an den Truhen da. So, dann würde ich... Oh, schon wieder alle? Dann machen wir noch ein paar. Zack, 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 zack. Jetzt geht nur darum, um den Stein hier nach hier oben zu transportieren, dass ich da nicht runterlaufen muss. Aber warum nicht, ja? Kann man ja alles machen. So. Oh, die sind schon fertig. Gucken wir mal. So, zack, 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 zack. Wenn ich jetzt da nach hinten fahre, ist ja auch wieder Quatsch. So. Jetzt braucht man einen befeuerten Knick. Nee, nicht einen befeuerten, elektrischen am besten. Was sind denn das hier für welche? Elektrische? Ja, was?
Habt ihr noch elektrische Knickarmroboter, Freunde? 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 Ist das ein befeuerter? Ein elektrischer. Wir brauchen noch einen elektrischen Knickarmroboter. Befeuerter Knickarmroboter. Eins, zwei. Zwei Stück brauchen wir nur. Und eine Truhe, eine schöne. Eine Eisenkiste. Das war's schon. Für unser Projekt. Mehr brauchen wir nicht. Dann machen wir nämlich die Eisenkiste hier hin. Zack. Und dann diesen Knickarmroboter hier hin. Zack. Den zweiten. Ach nee, wir brauchen doch noch. Nee, hier machen wir den hin. Nicht, da fährst du nicht da mal runter? Gibt's denn sowas? So, ey! So jetzt. So, okay, da willst du noch Strom. Habe ich Verständnis für? Wir haben sogar noch Strommasten. Ja, so. So. Und so. 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 Gex, warum geht denn das nicht? Gex. Oh nö, ey, komm hör auf. Mann. Spielfortfahren. Warum will denn das jetzt nicht? Gibt's denn sowas? Eine Lampe könnte ich auch noch gebrauchen. Machen wir aber noch schnell eine Lampe, Alter. So, hier eine Lampe, eine Lampe, eine Lampe. So. Ein Lämpchen. Ein Lämpchen reicht mir völlig. Hier hin. Ja, damit wir ein bisschen Licht auf der Baustelle haben. Aber warum ist denn da kein... warum ist denn da kein Strom? Frage ich mich. Geh mal weg hier, du Bild. Hier kannst du Strom hier machen, oder? Hier. Nee. Ach Gott. Hey. Oder habe ich dafür, muss da Kohle rein? Weißt du, jetzt frage ich mich, ob da Kohle rein muss. Hier in den hier, weißt du? Nee, da muss keine Kohle rein, das ist ein elektrischer. So, dann drehen wir den mal kurz. Geht nicht. Warum können wir den denn jetzt nicht drehen? Steht der doch zu eng da? Braucht der so viel Platz? Warum können wir nicht den Dings hier rüberstellen? Hier geht es nur deshalb nicht, weil er ein Baum ist oder was? Verstehe ich nicht. Ja gut, Leute, ein kleines Stück sind wir vorangekommen, aber ich weiß noch gar nicht, ob ich das Let's Play überhaupt noch weitermache. Obwohl ich das Spiel werde ich garantiert, Spiel fortfahren, das Spiel werde ich garantiert weiter spielen, aber halt nicht Let's Playen. Bei meinem neuen Upload-Plan kriege ich das gar nicht mehr runter. Ich habe irgendwie zu viele Let's Plays gestartet. Oder dass ich vielleicht mal hier mich selber beim Spielen irgendwie mal filme, mal sehen. Wisst ihr, dass ich das mal mitfilme hier, wenn ich mal privat spiele und dann irgendwie, keine Ahnung, alle Nase lang mal eine etwas längere Folge raushaue, wie es hier weitergeht. Aber was mich im Moment total wurmt. Vielleicht haben wir auch gar keinen mehr. Oder liegt es hier oben an der Energie, dass hier nicht genug Energie da ist für das ganze Zeug? Ah, hier ist schon wieder leer. Hier ist schon wieder leer. Ah, ey. Die habe ich doch gerade erst nachgefüllt. Das. Naja, gut. Dankeschön fürs Wiedersehen. War jetzt ein bisschen eingeschlafen hier. Es ist ja schon 23.30 Uhr, wo ich das aufnehme. Also war jetzt ein bisschen unvorbereitet.
Naja, gucken wir mal. Schreibt mal in die Kommentare, ob das jetzt so wichtig ist für euch, dass ich hier weiterspiele und mit Factorio oder ob ich ein anderes Let's Play für euch mal anfangen soll. Ich habe ja so viele Bilder auf Halde, oder dass ich den Schwerpunkt ein bisschen mehr auf Prison Architect zum Beispiel mache oder so. Müssen wir mal gucken. Ansonsten pausieren wir das erstmal und machen das dann mal bei Gelegenheit nochmal weiter. Gut, das war's jetzt erstmal mit Factorio. Wir sehen uns dann morgen wieder. Auf Wiedersehen, tschüss und danke fürs Zuschauen.